bekannt als die Hadsch. Die Hadsch ist eine ganz außergewöhnliche Erfahrung. Es ist eine Reise zu Gott. Man besucht Gott, begibt sich in sein Haus. Jeder Moslem muss diese Reise wenigstens einmal in seinem Leben antreten, vorausgesetzt, er ist körperlich und finanziell dazu in der Lage. Für mich war die Hadsch eine erhebende spirituelle Erfahrung. Ich habe etwas gespürt, das mein Bewusstsein für die Ernsthaftigkeit des von mir gewählten Lebens geschärft hat, des Lebens als Moslem. Es gibt zwei Arten der Pilgerreise. Die Umrah ist die unbedeutendere Version, die zu jeder Zeit allein oder in kleinen Gruppen absolviert werden kann. Die große Pilgerreise, die Hajj, beginnt immer am 8. Tag des Dschul-Hijjah, des 12. Monats im islamischen Kalender. An die 2 Millionen Moslems nehmen daran teil. Schon eine Woche vorher versammeln sie sich in Saudi-Arabien, in Vorfreude darauf, den heiligsten Ritus des Islam vollziehen zu dürfen. Wenn wir mit der Hadsch beginnen, begeben wir uns zunächst an einen Ort außerhalb von Mekka nach Mikat. Dort legen wir die Kleidung eines Pilgers an. Sie besteht aus zwei ungenähten Stoffteilen, die Ihram genannt werden. Es ist das Leichentuch, das die Toten bei der Beerdigung tragen. Es besagt, dass man auf der Hadsch die Welt verlässt und sich Gott vollkommen unterwirft. Auf der Hadsch gibt es keine Schranken, ganz egal welcher Art. Man kann nicht mehr unterscheiden, wer womit seinen Lebensunterhalt verdient, wer arm ist oder wer reich ist, wer einen Mercedes fährt und wer einen Toyota oder was auch immer. Das ist das Schöne daran. Nach der Ankunft in Mekka bereiten sich die Gläubigen mit einer rituellen Waschung auf die erste Station ihres Pilgerweges vor, die Kaaba. Das Haus Gottes steht in der Mitte, es ist das Zentrum unseres Lebens. Wenn wir es umkreisen, drücken wir damit aus, dass Gott der Mittelpunkt ist, die Achse unseres Lebens. Die Kaaba, was nichts anderes als Kubus im Arabischen bedeutet, soll vor mehr als 4000 Jahren von Abraham errichtet worden sein und ist seitdem immer wieder umgebaut worden. Sie ist immer mit einem schwarzen Tuch bedeckt, dem Kishwa. Es wird jedes Jahr erneuert und ist mit Koransprüchen in goldenen Fäden bestickt. Und dann gehen wir auf einem Weg zwischen zwei Bergen, Safa und Marwa. Wir verfolgen zurück, was Hagar, die Frau Abrahams, getan hat, als sie Wasser für ihren Sohn Ismail gesucht hat. Heute ist der Weg auf seiner vollen Länge durch ein Dach geschützt und klimatisiert. Auf diesem Weg zu gehen, 7-mal in beide Richtungen, symbolisiert unsere Anstrengungen im Leben. Am nächsten Morgen machen sich 2 Millionen Moslems auf in die sonst verlassene Ebene Arafat, 11 Kilometer außerhalb von Mekka. Hier verbringen sie den ganzen Tag und einen Teil der folgenden Nacht in stillem Gebet und Meditation. Sie beichten Gott ihre Sünden. Wir verbringen einen Tag in der Wüste ohne jeden Besitz, ganz so wie am Tag unserer Geburt, als wir nichts hatten. Wir lassen alles hinter uns, Geschlecht und Hautfarbe. Jede Sprache ist vertreten. Stellen Sie sich 2 Millionen Menschen vor. Am letzten Tag der Hadsch begeben sich die Pilger in die kleine Stadt Mina außerhalb von Mekka. Hier werfen sie 7 kleine Steine gegen eine Säule. Diese Tradition, die Mohammed ins Leben gerufen hatte, symbolisiert die Steinigung des Teufels und die Ablehnung der Sünde.
Wer die Pilgerreise ernsthaft und richtig ausführt, dem werden die Sünden vergeben, das, was er vorher gemacht hat. Er legt eine Bußfertigkeit an den Tag, die Gott hoffentlich akzeptieren wird. Vor der Abreise wird ein letztes Gebet vor der Kaaba gesprochen. Sie ist so heilig, dass sich jeder Moslem in ihre Richtung wenden muss, wenn er sein Gebet spricht, egal wo er sich auf der Welt befindet. Ich werde nie meine Eindrücke vergessen, als ich zum ersten Mal die Kaaba gesehen habe. Das Leben habe ich damit verbracht, 5-mal täglich in Richtung Mekka zu beten. Man verbringt sein Leben damit, sich Mekka vorzustellen, in dem Wissen, dass der Prophet Mohammed dort gelebt hat. Ich weiß noch, dass ich sofort zu weinen angefangen habe und dass mir die Tränen über die Wange gelaufen sind, weil es wie eine Heimkehr für mich war. Ich habe mich näher zu Gott gefühlt. Heute kann man immer noch die vielen Gesichter des Islam während der Hajj in Mekka sehen. Moslems aus aller Welt treffen sich hier, um mit Gott zu sprechen und sich geistig zu erneuern. Mannigfaltigkeit ist die Stärke des Islam und genau diese Stärke verhalf dem Islam zu einer weiteren Hochzeit mit dem Aufkommen des Ottomanischen Reichs. Wie das Judentum und das Christentum hat auch der Islam seine Wurzeln in den dürren Gegenden des Mittleren Ostens. Doch zumindest eine islamische Gemeinde kam im Westen zur Blüte. 711 landeten 7000 Moslems aus Nordafrika an der südlichsten Spitze der Iberischen Halbinsel. Den gewaltigen Felsen, den sie dort vorfanden, nannten sie nach ihrem Anführer Tareks Felsen. Jubal Tarek im Arabischen, Gibraltar im Spanischen. Hier in Spanien formte der Islam eine wahrlich bemerkenswerte Zivilisation. Eine Gesellschaft wird nach ihren Bibliotheken beurteilt, ihren öffentlichen Bädern, der Meinungsfreiheit, nach den Anzeichen für kulturelle Entwicklung, Freiheit und Toleranz. Genau das war hier in Spanien vor 1000 Jahren hoch entwickelt. Das muslimische Spanien, Al-Andalus, war eine wirklich multikulturelle Gesellschaft in jeder Hinsicht. Es gab bedeutende christliche, jüdische und muslimische Gesellschaften von allen drei Religionen. In dieser Region, die bis heute Andalusien heißt, bauten islamische Architekten die bezaubernden Terrakotta-Höfe und atemberaubenden Moscheen von Cordoba und Sevilla. Der Westen nannte die Moslems, die sich hier niederließen, Mauren. Sie brachten den Islam in Spanien zu neuer kultureller Blüte. Gartenbau und Navigation, Astronomie, Medizin, Chemie, Mathematik, vieles davon erreichte Europa über Spanien und dessen islamische Gesellschaft. In der von Mauren finanzierten Schule von Toledo übersetzten muslimische, jüdische und christliche Gelehrte gemeinsam die von früheren islamischen Dynastien gesammelten antiken Texte ins Lateinische. Eine Sprache, die im gesamten Europa verstanden wurde. Später dann verbreiteten sich diese Ideen in Europa und hatten großen Anteil an der Renaissance. Doch diese seltene Atmosphäre aus religiöser Toleranz und wissenschaftlicher Zusammenarbeit war nicht von Dauer. Im 13. Jahrhundert bereiteten christliche Mächte die Reconquista vor, die Rückeroberung Spaniens. Im späten 15. Jahrhundert wurde nur noch die Enklave Granada von Moslems regiert. Doch auch sie fiel 1492 in christliche Hände. Mehr als 700 Jahre islamischer Herrschaft gingen zu Ende. Doch anderswo in der Welt stieg der Islam zu neuer Größe auf. Gegen Ende des 15. Jahrhunderts gab es in der gesamten muslimischen Welt eine ganze Reihe von großen und erfolgreichen militärischen Staaten, den sogenannten Sultanaten. In Westafrika war es das große Reich der Songhai. Es gab das Safavid-Reich im Iran und in Indien gab es die erste wirkliche politische Vereinigung des Subkontinents, wiederum unter einem islamischen Sultanat.